In dem Dreieck ABC werden die Punkte D und E jeweils als Mittelpunkt von Strecke AB und Strecke AC festgelegt. Frage: Welchen Flächeninhalt hat das Dreieck ABC, wenn der Flächeninhalt des Dreiecks DEB 16 Quadratzentimeter beträgt? Wenn wir die Höhe von dem Dreieck BDE H nennen und die Basis klein b nennen, so berechnet der Flächeninhalt von diesem Dreieck sich durch Höhe mal Basis geteilt durch 2. Also wissen wir, der Flächeninhalt von dem Dreieck DEB, das ist H mal B geteilt durch 2. Wir wissen aber auch, dass dieser Flächeninhalt 16 beträgt. Daraus können wir schließen, dass H mal B 32 sein muss. Der Flächeninhalt von dem Dreieck ABC, Flächeninhalt, den wir suchen, der wird berechnet durch diese Höhe, das ist genau das Doppelte von H, mal diese Basis, das ist genau das Doppelte von B, geteilt durch 2. Also der gefragte Flächeninhalt, das ist 2H mal 2B, geteilt durch 2. Und das macht 2 mal H mal B. H mal B ist aber gleich 32. Also können wir dieses Produkt durch 32 ersetzen und 2 mal 32 macht 64. Die richtige Antwort ist also 64 Quadratzentimeter und deshalb ist die richtige Antwort A. Im nächsten Tutorial werden wir auf eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade eingehen.